Bei den Heizkosten ist es dann natürlich wirklich schon ein existenzielles Problem. Nicht nur das, es ist eben auch ein Problem von sozialer Brisanz, denn da erzähle ich niemandem was Neues. Ja, wenn die Heizkosten steigen, wen trifft es wieder am härtesten? Die mit den großen Wohnungen. Ja? Und ich will jetzt nicht jammern, aber ich habe schon im Winter vor 2 Jahren den Nordflügel kaum warm gekriegt. Ja. Und letzten Winter war es dann endgültig so weit, dass ich wirklich, ich musste den halben Winter in der Karibik verbringen. Ja. Und, ja. Ich meine, das ist nicht leicht, gerade mit schulpflichtigen Kindern, ja, wenn man die dann alleine zurücklässt. In der kalten Wohnung.